Willkommen bei Domestizierte Tiere im alten Ägypten. Ackerbau und Viehzucht waren in Ägypten schon vor 6000 Jahren eingeführt worden. Archäologen fanden Spuren von Rindern, Eseln, Schweinen und Hunden. Die ersten Dromedare kamen vermutlich mit den persischen Besatzern ins Land. Die alten Ägypter liebten ihre Haustiere. Auf vielen Darstellungen von Kindern kann man sie gemeinsam mit Haustieren sehen. Die Katze, eine Ikone der altägyptischen Kultur, wurde erst während des Mittleren Reiches zum Haustier. Da Katzen Jagd auf Schlangen und Nager machten, waren sie während nahezu jeder Periode präsent. Zum Zahngefährten des Menschen wurden sie jedoch erst während des Mittleren Reiches. Prinz Thutmosis, Sohn Amenophis III., ließ sich sogar mit seiner Katze Tamiu im Sarkophag beisetzen. Die ersten Hinweise auf Hunde werden auf etwa 5000 vor unserer Zeit datiert. Sie waren beliebte Haustiere, unterstützten die Jäger und schützten die Viehherden. Sie wurden mit Anubis in Verbindung gebracht, dem schakalköpfigen Gott. Weitere beliebte Haustiere waren verschiedene Affen und Falken. Viele Haustiere wurden nach ihrem Tod mumifiziert und wie Familienmitglieder beigesetzt.